Hallo und herzlich willkommen zurück zu Martha is Dead. Ja, wir haben gesagt, in dieser Folge werden wir zum See gehen. Und ich denke mal, hier draußen brauchen wir nicht unbedingt unser... wir kriegen ja eine Lampe, so wie es aussieht. Sehr schön. Nicht unbedingt unser Feuerzeug, das wollte ich eigentlich sagen. So, jetzt ist die große Frage, wie kommen wir überhaupt dahin? Ich habe schon festgestellt, dass wir eine Karte haben. Die Frage ist jetzt zum einen, wie kommen wir hier weiter und wo ist der See? Die Kamera ist am See. Okay, das hat sich dann damit gerade erledigt. In die Richtung ungefähr, die ich gucke, da muss ich mich auch bewegen. Also gehen wir erstmal hier runter, würde ich sagen. In der Hoffnung, dass das richtig ist. Was ist das denn hier? Können wir da noch irgendwas machen? Ja, anscheinend nicht. Aber finde ich schön, dass sie da auch so Kleinigkeiten, sag ich mal, stehen haben. Auch wenn man sie nicht benutzen kann. So, ich denke mal. Genau, dass das jetzt der Weg ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, wenn wir hier nachts alleine unterwegs sind, aber abgesehen mal von unseren Wahnvorstellungen, die wir ja auch schon mal haben. Weil ja eigentlich, ich Ich kann liebe nicht. die Nacht, aber diese Nacht macht mir Angst. Im Dunkeln habe ich das Gefühl, dass ich all das Leid spüren kann, für das ich verantwortlich bin. Es rückt mit jedem Schritt näher. Ich spüre, wie ein kalter Wind an mir vorbeizieht. Ich habe Martha verletzt. Je näher ich dem See komme, desto sicherer bin ich mir. Wie könnte es denn anders sein? Ich habe sie getötet, um die Liebe zu stehlen, die jeder nur für sie empfand. Wie konnte ich nur so etwas tun? Darf ich jetzt noch mal kurz auf die Karte gucken? Dankeschön. Also links, 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 rechts. Und da müsste ich über eine Brücke kommen. Okay. Das sah mir aus wie Martha, die gerade hinterm Baum verschwunden ist. Okay. Was hatte ich gesagt? Links, links, rechts, ne? Was haben wir hier? So. Hallo, wieso geht die jetzt wieder rückwärts? Zack. Belichtung. Nee, halt. Da ist scharf. Ja, ich weiß, ich möchte auch, wie ging das nochmal hier? Ich möchte auch den Blitz drin haben. Komponente wählen, so, korrekt belichtet, scharf und zack. Deutsche Soldaten. Papa hat angeordnet, dass in der Nähe des Hauses Patrouillen durchgeführt werden. Aber wie konnte dabei ein Helm verloren gegangen sein? Das weiß nur Gott. Ich dachte gerade schon, da steht jetzt schon wieder einer, das ist nur ein Lämmchen. So, jetzt muss ich dann doch nochmal gucken. Dem Weg weiter folgen. Es wäre schön, wenn ich dabei meine Maus nicht sehen würde, aber die springt hier immer wieder rein. Ich weiß auch nicht warum. Anderen Bildschirm kann ich es auch nicht reintun. Ne, sie zentriert sich immer wieder. Also dem Weg weiter folgen und dann. Ja, dann haben wir eigentlich drei Stellen. Der erste rechts wäre dann schon mal ein guter Ansatz. Kommt doch bestimmt noch irgend so eine Gestalt oder sowas jetzt gleich, oder? Also nachts alleine im Wald rumlaufen ist keine gute Idee. Ist das jetzt hier? Ach so, das war so ein... Okay. Auch weil ich ja nicht weiß, ob wir eventuell Oh nein, beobachtet werden. blöde Lampe. Zum Glück habe ich noch mein Feuerzeug dabei.
Ist das dein Ernst? Das meinte ich nicht mit beobachtet, sondern ich meinte mit beobachtet werden eigentlich... Achso, da kann man nicht rein. Eigentlich von demjenigen, der sie ermordet hat. Die Kameras sind irgendwo hier in der Nähe. Ja, steht eine vor dir, Mädel. Noch zwei Kameras. Genau. Neue Kameraskin freigeschaltet, okay. Das heißt, wir gehen zurück und dann die erste rechts, wenn wir da am Fluss entlang gehen können. Oder müssen wir da vom Steg aus entlang? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir können das mal ausprobieren. Ob wir hier am Steg links können. Hier ist ja eigentlich alles Wasser, ne? Ah doch, da können wir rum, okay. Sehr gut. Eine Kamera fehlt noch. Genau. Da würde ich dann allerdings sagen, dass wir tatsächlich... Können wir hier entlang eventuell oder... Was ist denn das da oben? Ach, das sind Häuser, ne? Doch, wir können uns frei bewegen, ne? Was ist das denn hier? Ach, das ist die Kamera. Ne? Lass doch mal stehen. Ein Stofffetzen hier im Wald. Seltsam. Ich mache am besten erstmal nur ein Foto. Das war's. Ich hab sie alle. Die Filme werden mir helfen zu verstehen, was passiert ist. Nun sollte ich schnell heim, um sie zu entwickeln. Nein, solltest du nicht. Du solltest erstmal das Foto machen, von dem du gesprochen hast. So. Gut. Das ist unendlich. Halt. Einmal scharf und korrekt belichtet haben wir auch. Wie kann der hierher geraten sein? Kommt mir bekannt vor. Das ist ja auch der rote Stoff, der zu Hause hängt. Also so viel weiß ich schon mal. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt am besten wieder zurück? Ich würde sagen, können wir uns ein bisschen links halten und dann den Weg hochgehen? Aber die Brücke... Oh Gott, das ist schon wieder kompliziert hier. Das war Holz, okay. Ist das hier der Weg? Hoffe. Zumindest kommen wir hier irgendwie hoch. Sollten eigentlich auch hier durchkommen. Okay. Oder auch nicht. Hallo. Hier möchte sie nicht weiter. Okay. Dann gucken wir doch mal, wo wir jetzt gerade sind. Kommen wir hier weiter? Ah, das sieht mir nach Weg aus. Das ist gut. Okay. Ich hoffe, ich laufe noch in die richtige Richtung. Julia. Julia. Jetzt muss ich hier auch noch... Oh, nee. Ja, das war die falsche Taste. Ich weiß, ich weiß. Warum können die nicht einfach R1 und R2 schreiben, Mensch? Das kann man viel schneller sehen. Okay, da müssen wir... Huh?
Okay. Ja. Wieso sind wir so niedrig eigentlich? Wir sind irgendwie niedrig, ich weiß auch nicht. Können ja aber nichts am Sarg machen. Die Tür können wir auch nicht mehr öffnen. Warum bin ich so klein? Wir dürfen überhaupt nichts öffnen gerade. So, warte mal. Haben wir quasi alles abgehakt. Aber ich darf weder was nehmen, wodurch ich besser gucken kann. Okay. Noch kann ich jetzt hier irgendetwas machen. Ah, Moment, hier. Ich würde sagen, der Verwesungsprozess ist schon fortgeschritten. Ja, er ist schon fortgeschritten. Maden entwickeln sich nämlich erst später. Okay, sollen wir jetzt hier irgendwas machen? Vermutlich, aber ich kann ja nichts machen. Ich kann mich nur umschauen. Ich kann mich auch nicht bewegen und nichts. Hallo? Wieder ein Albtraum. Sie hat wieder meine Träume betreten. Vielleicht will sie nur mit mir reden? Was denke ich nur? Märchen, die wahr werden? Und trotzdem spüre ich... Nein, 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 nein. So denkt nur eine Verrückte. Und das bin ich nicht. Verdammt, wo kommt das ganze Blut her? Es ist eigentlich noch nicht so weit und das ist viel mehr als sonst. Was passiert mit mir? Folge ich Martha früher in den Tod als gedacht? Ich muss abwaschen und noch einige andere Dinge erledigen. Wenn ich krank werde, habe ich keine Zeit mehr dafür. Die Wahrheit wartet auf mich. Sie muss in diesen Filmrollen versteckt sein. Die Wälder. Ja. Jetzt haben wir auch noch unsere Tage bekommen. Das ist ja super. Und die hat nur so hässliche Teile. Nehmen wir mal das. Auf was für Ideen komme ich nur? Ich würde meine Kleider mit Blut beflecken. Ja, ist doch nicht schlimm. Sie muss sich erst waschen. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe hier nirgendwo ein Badezimmer gesehen. Hm.
Kanne meinst du jetzt nicht hier, oder? Nee. Die Sachen nehmen wir schon mal mit. Ah, jetzt haben wir neuerdings ein Badezimmer. Okay, ja gut. Dann. Das ist schon besser. Aber ich kann mir das ganze Blut immer noch nicht erklären. Das ist mir noch nie passiert. Ich kann dem Arzt sowas doch nicht erzählen. Sonst muss ich im Bett bleiben und mich ausruhen. Tja. Es ist schon etwas seltsam. Also gut, wenn sie jetzt nur ihre Tage bekommen hat, ist es nicht seltsam, aber... Dieses Kleid ist nur für besondere Anlässe geeignet. Oh, dann nehmen wir halt das hässliche Ding. Das wäre ziemlich unhöflich, aber ich könnte das Telefon abnehmen und ihr Gespräch belauschen. Wo ist sie denn? Wie geht es dir heute, Irene? Ich mache mir Sorgen, Vater. Sehr viele Sorgen. Wir haben noch mehr Partisanenspuren im Wald direkt neben dem Haus entdeckt. Dieser Lapu, er steckt bestimmt hinter... Nein, Irene. Sag das bitte nicht. Das ist unmöglich. Ich kenne den Jungen und ich denke nicht, dass... Vater, in diesen dunklen Zeiten ist alles möglich. Alles. Der Junge ist nicht einmal gekommen, um sich von Julia zu verabschieden. Haben Sie sich nicht innig geliebt? Er muss furchtbare Angst haben. Und Julia hat immer gesagt, dass... Natürlich. Sie hat immer gesagt, dass sie nur Freunde sind. Aber das weißt du, oder? Freunde sollten solche Dinge nicht tun, Vater. Oder doch? Egal. Du verteidigst sie beide. Du, mein Mann und sogar die Nanny, die eigentlich ein herzensguter Mensch ist. Die Nanny? Ich glaube, dass die Nanny diejenige ist, die Julia verletzt hat. Mit ihrer Leidenschaft für diese bösen Karten. Verfluchte Dinger! Ich hoffe, du hast sie verschwinden lassen. Natürlich! Ich bewahre sie sicher in meinem Zimmer auf. Wie auch immer. Verzeih mir, Vater, ich muss gehen. Sie sind gekommen, um mich abzuholen. Hab einen schönen Tag. Du auch, Irene. Lapu hat etwas mit Marthas Tod zu tun? Mama verliert schon wieder den Verstand. Wie kann man sich so einen Unsinn überhaupt vorstellen? Und Don Attilio? Er ist ein toller Freund, aber was für seltsame Ansichten er hat. Diese Karten sind nur ein Spiel. Aber das Wichtigste ist, dass es meine sind. Warum in aller Welt haben sie sie mir weggenommen? Okay, ich dachte, die sind von der Nanny. Theoretischerweise könnten wir, also jetzt ist es gesperrt, aber theoretischerweise könnten wir diesen Don Attilo auch anrufen, habe ich gesehen. Wie schön der Schnee ist. Leider schneit es ja nicht allzu oft. Okay, die Karten. Was hat sie gesagt? Sie bewahrt sie sicher im Schlafzimmer auf, ne? Nach den dramatischen Nachrichten vom Land wird Erzbischof Toccarelli mit den Franzosen in der Stadt gegen die Vergewaltigungen durch die einmarschierenden Truppen protestieren. Neue Verordnung für die Sicherheit der Bürger. Von diesem Moment an ist es jedem untersagt, sein Haus zu verlassen und durch die Straßen der Stadt San Casciano zu spazieren. Alle Fenster, auch in Kellern, Hauseingängen und Durchgängen, müssen Tag und Nacht geschlossen bleiben. Der Bevölkerung wird geraten, in ihren Kellern oder, wenn diese nicht vorhanden sind, in Kirchen und anderen großen Gebäuden zu verweilen. Die Patrouillen der deutschen Armee haben den Befehl, auf Menschen zu schießen, die sich auf der Straße befinden oder die beim Blicken aus dem Fenster erwischt werden. Der Verständlichkeit halber wird diese Mitteilung wiederholt. Neue Verordnung für die Sicherheit der Bürger. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Von diesem Moment an ist es jedem untersagt, sein Haus zu verlassen und durch die Straßen der Stadt San Casciano zu spazieren. Alle Fenster, auch in Kellern, Hauseingängen und Durchgängen, müssen Hallo. Tag und Nacht geschlossen bleiben. Der Bevölkerung... Ja, das haben wir ja schon gehört. Oder wenn diese nicht 25 ISO-Film. Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, ist der perfekt. Die Patrouillen der deutschen Armee haben...
haben den Befehl, auf Menschen zu schießen, die sich auf der Straße befinden oder die beim Blicken aus dem Fenster erwischt werden. General Erich K. Neue Regeln zur Ausgangssperre und zum Verhalten von Frauen. Deutsches Kommando von San Vincenzo a Torri. Telefonnummer 1185. Ist das jetzt nochmal neu hier? Nee, also sagt es auf jeden Fall nichts Neues mehr. Okay, was war jetzt hier? Konnte ich das damit nochmal anmachen, oder? Das Radio muss dieser Tage immer eingeschaltet sein. Es kann dein Leben retten, Dinge rechtzeitig zu wissen, vor allem bevor sie passieren. Ja, zum Beispiel bevor ich erschossen werde. Da hat aber einer weitergemalt. Okay, gucken wir mal, wo meine Karten sein könnten. Ich nehme mal an, das sind Tarotkarten oder so gemeint. Kann ich... Ah. Liebe Mama, es fällt mir schwer, aber ich muss dir etwas sagen. Ich habe herausgefunden, dass Julia schwanger ist. Geh morgen früh um 7 an den See und beobachte sie beim Baden. Du wirst sehen, dass ihr Bauch wächst. Martha, was? Ich bin nicht schwanger. Warum wird alles noch verwirrender? Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung, aber stattdessen ergeben sich nur mehr Fragen. Also sah auf jeden Fall so aus, als ob Martha schwanger war. Oder sind das einfache Rummikarten? Hier sind meine Karten. Nanny und ich haben immer mit ihnen gespielt. Sie sagte meine Zukunft voraus und ich tat so, als würde ich ihre voraussagen. Die Zukunft war immer für alle gut. Vielleicht sah sie, als sie diese las, meine wahre Zukunft, die sie vor mir verbarg. Oder, was wahrscheinlicher ist, diese Karten sind eigentlich nur ein dummes Spiel, mit denen man sich selbst beruhigt und täuscht. Aber sich selbst zu täuschen ist manchmal notwendig. Wie könnten wir sonst glücklich leben? Wieder Pervitin. Ich habe das Gefühl, dass diese Pillen nichts anderes tun, als sie aufzuregen. La Romola, 15. Juli 1944. Liebe Frau Irene, ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass hier in der Villa alles in Ordnung ist. Vielen Dank, dass Sie so rücksichtsvoll und fürsorglich sind. Ich entschuldige mich für die Einfachheit der Unterkunft, in der Sie gezwungen sind, zu leben. Außerdem habe ich das Zimmer, in dem sich die Kleine aufgehalten hat, wie gewünscht, abgeschlossen. Ich habe Ihnen den Schlüssel hinterlassen. Es ist der mit dem rosa Schlüsselring. Geben Sie auf sich Acht, mit den besten Grüßen, Nanny. Warum um alles in der Welt hat Mama die Tür abgeschlossen? Das war mein Zimmer. Was will sie verstecken? Rosa Schlüsselring, aber wo kriegen wir den her? Es gibt immer mehr Waffen und alle haben Angst nach dem, was passiert ist. Gucken wir gleich. Ja, da hinten war doch gerade noch was am Blinken. Ja, es ist, glaube ich, nur die Reflexion, kann das sein? Das ist Mamas Schmuck. Sie trägt ihn jeden Tag, auch wenn Papa sagt, dass es heutzutage unpraktisch und gefährlich ist, Zeichen des Reichtums zu zeigen. Wie immer will sie nicht auf die Vernunft hören und streitet sich mit Papa, bis er geht, um Krieg zu spielen, wie sie sagt. Krieg spielen? Ja, die Mutter scheint nicht besonders intelligent zu sein. Okay, aber hier finde ich jetzt so nichts, was ich anklicken könnte. Ich sehe hier zwar eine Kamera, aber sonst nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach unten in ihr Arbeitszimmer. Sie lässt sie überall liegen. Ich glaube, sie nimmt zu viele und zu oft. Hm.
Da war das Bad. Hier schließt mir die Türen immer wieder ab. Beziehungsweise zu. So, Zeitung. Hallo? Der Oberbefehlshaber der Reichswehr verkündet. Erstens, wer im Besitz von Waffen oder Sprengstoff ist, der dem deutschen Hauptquartier nicht gemeldet wurde, wird erschossen. Zweitens, wer Kriminelle beherbergt und oder sie schützt und sie mit Kleidung und oder Waffen versorgt, wird erschossen. Drittens, wer von der Existenz von Rebellengruppen oder sogar einzelnen Rebellen weiß, ohne diese zu melden, wird erschossen. Ja, wenn die sonst keine anderen Probleme haben, ne? Bisschen paranoid, die Leute. So, was wollte ich denn? Den Schlüssel wollte ich suchen. Moment, hier kam... Nee, hier kam ich nicht runter. Hier kam ich runter, genau. Mal schauen, ob wir den da unten finden. Tabletten finden wir, aber wie es aussieht, keinen Schlüssel. Hinten auch nicht. Aber hier hinten ist jetzt offen, sehe ich gerade. Ich dachte, alle müssen die Fenster und Türen geschlossen halten. Und hier ist alles sperrangelweit offen. Wo gibt's denn sowas? Ja, aber das ist jetzt blöd. Zusätzliche Informationen. Sie könnte auf dem Tisch liegen. Was könnte auf dem Tisch liegen? Ach so, das war jetzt die Zeitung. Das haben wir schon alles gemacht. Tarotkarten haben wir gefunden. Da ist alles abgehakt. Ich habe meine Kamera immer gerne dabei. Die, die mein Vater auf dem Tisch ließ, könnte gut funktionieren. Ja, dann habe ich... Ah, nee, Moment. Hier oben ist eine seltsame Notiz. Wenn der denn mal nach oben gehen würde. So, ich habe diesen Zettel unter Mamas Sachen gefunden. Ja, aber der sagt mir jetzt auch nicht, was ich damit zu erledigen habe. Hier, finde den Schlüssel. Nanny schreibt in ihrem Brief nicht, wo sie den Schlüssel gelassen hat. An ihnen war ein rosa Schlüsselanhänger befestigt, ja. Ja, soweit war mir das alles schon klar. Das Problem ist nur, dass ich den nicht finde. Vielleicht hat sie noch irgendwie in die Vorratskammer getan. Moment, haben wir hier wieder neue Filter? Ja, komm, jetzt geh. Was ist jetzt los? Das ist ein Gerät. Ja, darf ich jetzt erstmal die Filter ansehen? So. Mit diesem Objektiv wird alles größer. Rotfilter für extrem kontrastreiche Fotos. Dieses Objektiv vergrößert den erfassten Bereich. Es ermöglicht mir, mehr auf das Bild zu bekommen. Oh, der Gehängte habe ich freigeschaltet, was auch immer das heißen mag. Also, wie auch immer das jetzt in diesen Zusammenhang reinkam. Ich finde es immer noch seltsam. Der Vater legt ja ganz offensichtlich immer die Sachen da rein. Und ich nehme die einfach immer mit und das fällt ihm so gar nicht auf. Hallo? Ich muss vorsichtig und leise sein, während ich zuhöre. Ich muss unbemerkt bleiben. Ich bin ja schließlich eigentlich taub. Bist du soweit, Julia? Klar, Papa. Ich bin bereit. Die Aufnahme läuft schon. Oh nein, meine Stimme wird furchtbar klingen. Ach was, stell dich nicht so an. Wolltest du nicht sowieso Gesang studieren? Nein, nein, nein. Ich war jung und dumm, als ich das gesagt habe. Okay? Bereit? Los. Oh, schön. Das ist die Probe für das Konzert von letzter Woche. Ich habe mir die Aufnahme nie angehört.
Aber ich habe recht gehabt. Meine Stimme ist furchtbar. Das kann man nicht als Gesang bezeichnen. Jedenfalls wird es an der Zeit, dass ich diese Filmrollen entwickle. Ich kann nicht länger warten. Ich wünschte, ich könnte einfach die Zeit anhalten. Ja, stimmt, da war noch was. Ich würde auch gerne hier rausgehen, aber ich darf hier nicht rausgehen. Was macht sie jetzt? Ach so, okay. Ah. Ich dachte, damit würde ich jetzt die Musik anhalten oder so. Aber so ist das natürlich noch besser. Haben wir schon mal die Filmrollen. Und die letzte. So, das heißt, wir können uns jetzt ans Entwickeln machen. Diese Bilder könnten alles verändern. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich Martha verletzt haben könnte. Ich würde lieber sterben. Mein blöder Kopf und diese blöden Gedächtnislücken. Es ist so nervig, sich nicht erinnern zu können. Als würde man sich in sich selbst verlieren. Okay, das ist alles so hell. Was ist das hier? Das ist das einzige mit einer... Ja. Mehr haben wir auch nicht. Nee, da war das so. So. Oh, ich hasse das, wenn man das nicht vernünftig... machen können. Die Frage ist, sieht man da jetzt überhaupt was drauf? Weil das ja sehr überbelichtet aussah. Wir werden es gleich erfahren. Hier bin ich auf den Pier zugelaufen. Genau wie in meiner Erinnerung. Okay. Dann mal schauen, was die anderen bringen, ne? Ah ja, Licht wieder und so. Das ist auch wieder... Aber das ist doch das gleiche Bild, oder? Auf jeden Fall ist das auch wieder der Pier. So... Kann man ja jetzt nicht viel sehen, ne? Zu früh. Ja! Oh, nein! Oh. Entschuldigung, ich habe darauf gewartet, dass das reinkam. Wollte eigentlich drücken. Ich wollte eigentlich drücken, damit es schneller reinkommt, ich Idiot. Ich habe vergessen, dass das direkt losgeht. Ja, ja, ja. Ach, jetzt muss ich den ganzen Kram nochmal neu machen. Das ist so ätzend. Welches war das jetzt? Das hier. Okay, das ist okay. Nee, das war's nicht. Das war's, was ich machen wollte. Na? Jetzt aber. Okay.
Auf jeden Fall ist das auch besser als das davor, weil es ein bisschen schärfer sein sollte, vom Fokus her. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, dachte ich mir schon, da ist nichts anderes zu sehen. Dann schauen wir noch das dritte an, ne? Das möchte ich auf jeden Fall noch in der Folge jetzt machen. Und da mal sehen, ob sich da irgendetwas Neues ergibt. Ja, das sind quasi die gleichen Fotos. Das ist wieder ein Stück davor. Wieso steht da eigentlich Seite... Nein! Echt jetzt? Ah... Okay, man kann die Seitenzahl auswählen. Das hätte ich vielleicht vorher wissen müssen, aber gut. Dann müssen wir den ganzen Mist jetzt nochmal machen. Scharf, okay. Was nur seltsam ist, sie hat ja nur bei einem Bild den Selbstauslöser. Doch, sie hat den Selbstauslöser, glaube ich, angemacht. Ich wüsste aber nicht, dass die Bilder einfach so fotografieren. Ja, ich habe mich ausgezogen und war dann kurz vor dem Eintauchen. Daran erinnere ich mich. Das ist schön. Und ich habe mich schon gefragt, warum ja alle Bilder gleich aussehen. Könnte daran liegen, dass die wirklich alle gleich waren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Gut. Muss man erstmal wissen, dass man die Seiten ändern kann. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum ich nicht nach rechts oder links scrolle. Habe dann aber gedacht, okay, das ist halt das gleiche Bild. Also wenn ich zur Seite scrolle. Ah, ja, ja, Moment. Das haben wir jetzt, das haben wir jetzt. So, das... wählen wir jetzt aus. Ein sehr künstlerisches Foto. Ja, ich weiß, das klingt ein bisschen gemein dafür, dass sie da gerade ihre Schwester am Retten ist. Zack. Jetzt mal schauen. Also mal schauen, was sie dazu sagen wird. Okay. Ich habe dann Martha ans Ufer getragen. Ich habe versucht, ihr das Leben zu retten. Meine Erinnerungen sind zwar verschwommen, stimmen aber mit der Realität überein. Da geht es mir gleich ein bisschen besser. Jetzt kann ich... herausfinden, wer Martha wirklich getötet hat. Vielleicht sollte ich mich mit der weißen Frau treffen? Vielleicht kann sie mir etwas dazu verraten. Oder ist das nur Schwachsinn? Ja, mit Sicherheit. Aber was ist hier schon normal? Vielleicht muss man ein bisschen verrückt sein, um etwas zu erreichen. Ja. Wie soll man das denn jetzt machen? Steht da jetzt ernsthaft drin, wir sollen uns jetzt mit der weißen... Achso, den Schlüssel, den müssen wir auch noch finden, genau. Und dann sollen wir uns mit der weißen Dame treffen. Gehe zum See. Gut, zum See können wir gehen, das ist kein Problem. Aber wir müssen immer noch diesen blöden Schlüssel finden. Meines Wissens nach war ich eigentlich schon überall. Also, was wir jetzt noch machen könnten, ist nochmal oben...
in die Küche zu gehen. Ich glaube, da waren wir jetzt noch nicht. Ich würde dann allerdings sagen, dass wir das in der nächsten Folge machen, damit die Folge jetzt nicht zu lange wird, obwohl die schon sehr, sehr lange geworden ist, weil wir das ja, ja irgendwie dreimal entwickelt haben. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und den Rest sehen wir in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.